So langsam bekommt man das Gefühl, das Wort privat gelte höchstens nur noch für den eigenen Gartenzaun. Heute wurde bekannt, dass auch Frankreich die gesamten Verbindungsdaten zu Internet- und Telefonleitungen, die durchs Land gehen, ausspioniert. In der Affäre des NSA-Geheimdienstes ist die europäische Politik inzwischen über das Empören hinaus und will es nun wissen. In Deutschland, wo ja angeblich selbst der Geheimdienst null Peilung hat, telefonierte Kanzlerin Merkel mit Präsident Obama. Und der Bundesinnenminister buchte ein Flugticket, um direkt in den USA Details zu erfahren. Während sich die Politik also aufplustert, wollten wir wissen, ob die deutschen Wähler ähnlich entrüstet sind. Bevor wir das gleich im Deutschlandtrend erfahren, fasst Juli Kurz die Debatte des heutigen Tages zusammen und beginnt mit einer Firma, die nun unverhofft Konjunktur bekommt. Das nennt man wohl Timing. Die Hamburger Start-up-Unternehmer Christopher Blum und Ali Yelvi haben jahrelang an diesem ausspielsicheren Miniserver getüftelt. Jetzt, mitten im Datenskandal, bringen sie es auf den Markt. Es spielt uns total in die Karten. Das ist aber auch halt zweischneidig. Also schlecht für das Land und für uns als Bürger, gut für das Unternehmen Protonet und unser Produkt. Da haben wir so das Telefon klingelt oft seitdem. Denn sie haben eine Cloud für Privatpersonen und Unternehmer entwickelt. Sicher soll sie sein gegen Spionage, zum Beispiel vom US-Geheimdienst. Dessen Aktivitäten haben längst die Politik erreicht. Bundeskanzlerin Merkel telefonierte mit US-Präsident Obama. Ich bin dafür, dass wir erstmal die Faktenlage klären, denn bis jetzt sind wir ja auf Informationen angewiesen, deren Wahrheitsgehalt nicht in jedem Falle bisher überprüft werden konnte. Deshalb ist es wichtig und richtig, dass Gespräche geführt werden. Der amerikanische Präsident, so mein Eindruck, hat die Dinge und auch die Sorgen und Bedenken sehr ernst genommen. Die Opposition findet das Ganze zu zögerlich, ein Telefonat nicht ausreichend. Es wird Zeit, dass die Aufklärung stattfindet. Sie reicht aber nicht. Ich erwarte, dass das Programm der Amerikaner gestoppt wird, denn sie laufen Gefahr, sich strafbar zu machen. Die Ausspähung von Daten ist in Deutschland eine Straftat. Einen Stopp der Überwachungen fordert auch das EU-Parlament und vollständige Informationen. Die USA kündigten an, einer Arbeitsgruppe der EU Einblicke in das umstrittene Überwachungsprogramm zu gewähren. Wir fordern jetzt, dass der von Amerikanern zugesagte Ausschuss zwischen EU-Kommission und amerikanischer Administration tagt, dass dort die Dinge aufgelegt werden, aufgearbeitet werden und dass auf dieser Grundlage dann die Schlüsse gezogen werden. Und als ob der Datenskandal nicht groß genug wäre, enthüllt heute die New York Times, dass nicht nur Telefon und Internet ausgespäht werden, sondern in den USA auch 160 Milliarden Postsendungen über den staatlichen Postdienst abfotografiert wurden. Wie lange die Daten gespeichert wurden, ist bislang unklar. Wie lange die Daten auf diesen kleinen Miniservern gespeichert bleiben, ist ganz und gar den Besitzern überlassen. Sicherlich ein Grund, warum die Liste der Bestellungen bei diesem Start-up-Unternehmen immer länger wird. Datenskandal sei Dank. Tja, dieses Start-up-Unternehmen profitiert von dem Ausspähwahn. Aber wie reagieren eigentlich die, die rein privat jeden Tag im Internet unterwegs sind, E-Mails schreiben und das in der trügerischen Gewissheit, muss man ja heute sagen, geht nur denjenigen was an, dem ich das schicke. Jörg Schönborn hat die neuesten Zahlen aus dem ARD-Deutschland-Trend. Was löst dieser Skandal aus? Wut? Empörung? Die Stimmung wechselt so ein bisschen zwischen Empörung einerseits, Resignation andererseits. Vielleicht kommt es daher, dass erstaunlich viele Menschen uns sagen, sie seien gar nicht überrascht, nicht einmal über das Ausmaß der Spionage. Und das erklärt dann, warum 67% der Deutschen sagen, der deutsche Staat hat ohnehin nicht die Macht, uns vor amerikanischer Überwachung zu schützen. Das ist die Resignation. Auch die Empörung hat ihren Ausdruck. Fast 80% sagen, Merkel muss deutlicher protestieren bei den Amerikanern. Und ein Blick noch auf den Ex-Spion Snowden. Asyl für ihn hat die Bundesregierung abgelehnt und handelt damit im Sinne der Bürger. Nur 35% hätten das nämlich unterstützt. Es gibt aber auch handfeste politische Folgen. Das deutsch-amerikanische Verhältnis hing ja immer ab davon, wer im Weißen Haus saß, wie die Amerikaner politisch gehandelt haben. Wir konnten das zuletzt sehen, als George W. Bush ging und Barack Obama kam. Jahr 2009, 78% hielten damals die USA für einen vertrauenswürdigen Partner. Und diese Kurve rauscht jetzt in den Keller. Im Moment nur 49%, die die USA für vertrauenswürdig halten. Da ist politische Reparaturarbeit gefragt. Nun stehen wir gerade vor der